Lola, moin, liebe Freunde. Heute am Samstag, wo leider die Bundesliga noch nicht beginnt, denn wir müssen noch eine Woche warten, meine ich, bis die Bundesliga startet. Hashtag Werder Bremen, Hashtag Meisterschaft. Here we go, let's go. Haben wir den Pokémon 1 und 1 Ordner mit den drei Karten, die wir diese Woche geöffnet haben, die wir jetzt zusammen in den Beiner einsetzen sollen. Wir haben einmal das Infoheft für Spieler. Ihr seht, Pokémon, die hat really Fun daran, solche Ordner zu präsentieren. Und wir starten mit Stani, müsste Pokémon Nummer 100 noch was sein. Anfang der 100er Reihe. Da müssen wir bis dahin so durchswitchen können. Ohne auch nur ansatzweise eine Lücke zu sehen. Ich muss ja mal schauen. Stani ist 121. Sind hier noch unter 100. Und dann haben wir hier oben, haben wir Stani Reverse. Wir haben Stami Reverse zweimal hier. Ich weiß gar nicht, ob einer einen Background hat. Darum behalten wir die hier und stecken dann die gute Stami Holo von Michel mit dem nicen Signatur auf das Leaf in den Binder. Haben so das Pokémon Stami abgeschlossen. Kommen jetzt zum nächsten Pokémon. Ihr seht das gute Shillock. Und damit müsste die Reihe 151 bis Mew abgeschlossen sein im Normal Set. Und uns fehlen nur noch Highlights. So Leute, da haben wir die ganzen Energiekarten. Und da kommen wir einmal zu Shillock. Ich habe Shillock schon. Gumanda und Bisaknoss fehlen mir noch. Okay, Pokémon, ich habe irgendwas total verhauen. Das macht gar nichts. Denn der Shillock wird auf jeden Fall vor das andere Shillock gesetzt. So, dass wir das Autogramm von Michel immer im Vordergrund haben. Und wir kommen jetzt zur letzten Karte. Uns fehlen noch zwei Karten, können wir schon mal festhalten. Kommen jetzt zur letzten Karte, nämlich 205. Von Mew. Die Goldkarte. Hier fehlt uns noch das gute Toolshock. Die müsste aber erworben sein, das sind die Karte Nummer 3. Und wir haben hier das Mew 205. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen wollte. Auf jeden Fall wisst ihr, dass Pokémon die hasst Lücken. Da habe ich mir irgendwas einfallen lassen, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Da haben wir die Kanto-Starter aus dem Set. Sinsala-Kollektion. Da haben wir drei Promokarten, genau. Und wir haben jetzt festgehalten, dass noch 4 oder 5 Karten fehlen. 4 waren es, glaube ich. Die werden wir hoffentlich nächste Woche pullen. Damit wir so das ganze Set abschließen können. Ich hoffe, ihr bleibt beim Pokéball. Abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder spätestens Montag zum Daily Boost. Come on, I catch you all. Euer Pokémon, here we go.